Bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Jiddy mit dem Flow. Euer Fripps ist hier und zwar mit dem übermächtigen Glitch-Wochenende, Leute. Und zwar wird es dieses Wochenende die reine Eskalation geben, Leute. Und zwar werden übermächtige Glitches kommen. Und diese Glitches wurden gefunden von World's Finest Gamer, mir Fraps und Tuto Facile Français. Es ist so, Leute. Es wird eine pure Eskalation sein. Glaubt mir, Leute. Ich hoffe, auf dieses Video schaffen wir auch ein paar tausend Likes. So 1000 werden auf jeden Fall locker easy drin. Und ich würde mich über das auf jeden Fall richtig freuen, weil, Leute, es war eine mega Arbeit, diese ganzen Sachen hier für euch aufzunehmen, kommentieren, dies, das, da ist echt viel Zeit drauf gegangen. Also es wäre echt geil, Leute, wenn ihr in einer Sekunde einfach den Like-Button droppt, Leute. Und ja, ich würde dann mal sagen, Leute, wir kommen mal zum Glitch. So, Leute, und zwar ist es so, als allererstes brauchen wir mal eine Garage. In dieser Garage ist es vollkommen egal, was für Autos wir haben. Aber das Wichtige ist, das sind Autos, die wir ersetzen können. Und zwar zum Beispiel den Fagio hier in meiner Stelle. Dann, Leute, benötigt ihr noch einen Retro LG Custom. Habt ihr diese Sachen schon bereits fertig, geht ihr hin und besorgt euch noch das richtige Clubhaus. Ich habe euch hier eine Karte eingeblendet, Leute. Diese Karte wurde von Zeddy erstellt. Grüße nochmal an ihn. Checkt ihn ab, der ist auch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar seht ihr hier, welche Clubhäuser ihr besitzen dürft und welche nicht. Empfohlen wird von mir natürlich die mit den Haken, aber die mit den Xen dürft ihr halt, wie gesagt, nicht kaufen. So, habt ihr das Ganze jetzt gemacht, Leute, geht ihr hin und checkt die Videobeschreibung aus. In der Videobeschreibung ist ein Job, den ich erstellt habe. Diesen müsst ihr euch markieren und zwar heißt dieser Job Bosshafter Glitch. Habt ihr euch diesen Job jetzt markiert, geht ihr hin und könnt diesen Job starten. Habt ihr den Job gestartet, Leute, geht ihr hin und geht auf die Klasse und wählt Sportwagen aus. Das ist sehr wichtig. Habt ihr das Ganze ausgewählt, muss natürlich auch GTA eingestellt sein. Dann gehen wir hin, wählen den LG Retro Customs aus und starten den Job. So, im Job sehen wir, dass wir unter der Map sind und auf einer Plattform. Diese Plattform ist riesig, Leute, und wir sehen eine einzige Rampe dort. Jetzt ist es so, Leute, wir müssen jetzt nämlich aussteigen und müssen die Rampe hochlaufen. Es ist so, oben, wenn wir auf der Rampe sind und hochlaufen, werden wir im Clubhaus drin sein. Es ist so, im Clubhaus, ihr rennt hier jetzt ganz gerade hoch, im Clubhaus ist eine Dartscheibe, Leute, und dort müsst ihr vorstehen und rechts und X-Taste spammen. So, ihr seht jetzt hier, ich zeige euch das gerade hier im Hintergrund, und jetzt renne ich los, Leute, ich renne jetzt hier hoch, bin jetzt im Clubhaus drin, und jetzt suche ich die Dartscheibe, die ist hier, jetzt müsst ihr rechts und X-Taste gleichzeitig spammen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann buggt ihr so ein bisschen, und dann habt ihr diese Animation. Falls es nicht geklappt hat, und ihr wurdet rausgeworfen, macht es einfach von neuem. So, seid ihr im Dart drin, könnt ihr das Ganze wieder quitten. Haben wir das jetzt gequittet, Leute, können wir sehen, dass wir jetzt unsere Garagen in diesem Job haben. Wir gehen hin und respawnen einfach. Jetzt müsst ihr mit dem Fahrzeug hier einfach von der Plattform runterfahren. Seid ihr jetzt wieder oben angekommen, begeben wir uns zu unserer Garage, wo die Fagios drin sind oder die Autos, die wir ersetzen möchten. Ihr könnt hier sehen, ich habe hier gerade ein paar Fagios. Es ist so, Leute, ihr könnt da, am besten wäre es natürlich, wenn ihr so viele Fagios wie möglich in einer Garage habt. Ich würde euch empfehlen, geht hin, füllt alle eure Garage mit den Motorrädern und dann könnt ihr hingehen und das Ganze hier duplizieren. Das ist vollkommen easy, Leute, weil ihr glitcht eine Garage in 5 Minuten. Es ist so, jetzt kommt der etwas schwierige Part. Und zwar müssen wir uns jetzt auf den Roller setzen und müssen die Dreiecktaste gedrückt halten zum Respawn. Wenn der Balken fast voll ist, Leute, gehen wir hin und drücken die R2-Taste. Sind wir jetzt draußen angelangt, werden wir sehen, dass wir einmal unter der Map wieder sind. Dann kommen wir wieder nach oben und buggen ein bisschen rum. Das ist vollkommen normal. Wir können jetzt auch nicht vorwärts oder rückwärts fahren. Wir warten jetzt ein bisschen und wenn wir uns dann bewegen können, dann hat der Glitch normalerweise funktioniert. Ich erkläre euch das aber jetzt nochmal in langsam, Leute. Ihr steigt also auf den Roller oder das Fahrzeug, was ihr halt ersetzen möchtet. Dann drückt ihr die Dreiecktaste gedrückt, um re-zuspawnen, Leute. Jetzt ist es so, ihr müsst aufpassen, wenn der Balken kurz vorm Vollsein ist, drückt ihr die R2-Taste, um rauszufahren. Seid ihr rausgefahren, dauert es immer ein bisschen. Ihr habt dann so einen etwas längeren Blackscreen, das ist aber vollkommen normal, Leute. Es kann halt manchmal sein, dass ihr auch dauerhaft in einem Blackscreen seid. Falls ihr nach 3-4 Minuten nicht aus dem Blackscreen kommt, startet GTA einfach neu. Aber wenn der Blackscreen verschwindet, könnt ihr schon selber hier im Hintergrund sehen, dass wir so ein bisschen rumbuggen. Dann warten wir noch ein kleines bisschen
und sobald wir dann wieder vorwärts oder rückwärts fahren können, ist der Glitch vollbracht bzw. abgeschlossen. Jetzt ist es so, Leute, dass wir wieder hingehen können und weitere Fahrzeuge duplizieren können und unsere Garage komplett voll glitchen können. Aber das Ding ist, wie wisst ihr, ob der Glitch geklappt hat? Und zwar, wenn ihr jetzt wieder zurück in die Garage läuft, Leute, müsst ihr rechts auf den Slot gucken, wo wir zuvor auf dem Motorrad waren oder auf dem Fahrzeug, was wir halt ersetzen möchten. Und ist dieser Slot frei, hat das Ganze funktioniert. Ihr könnt hier sehen, der Slot ist frei. Jetzt steige ich wieder auf den nächsten Roller, fahre wieder raus und respawne. Das mache ich jetzt so lange, bis keine Fahrzeuge mehr in meiner Garage sind und ich alle ersetzt habe. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal hier im Hintergrund im Schnelllauf, dass ihr sehen könnt, dass das übel einfach ist, weil ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe 5 Autos innerhalb von 2-3 Minuten dupliziert und ich meine, das ist übel gut, Leute. Seid ihr jetzt fertig, geht ihr hin, Leute, geht in eure zum blauen Kreis und switcht die Fahrzeuge einmal durch, damit ja die Autos, wie soll ich sagen, nicht am Ende halt verschwinden oder sowas. Einfach nochmal zur Absicherung, damit halt keine Fehler passieren. Und ihr könnt ja sehen, hier steht jetzt überall LG Retro Customs. So, haben wir das Ganze gemacht, Leute, müssen wir jetzt nämlich nochmal was Spezielles machen. Wir drücken Options Online, gehen einmal in den Editor. Im Editor gehen wir auf Options Online und gehen in eine geschlossene Freundesitzung. Dann begeben wir uns wieder in die Garage zurück, wo wir diesen Glitch angefangen haben, beziehungsweise wo wir den durchgeführt haben. Und checken ab, ob die Fahrzeuge da wirklich drin sind. So, Leute, und ihr könnt sehen, bei mir sind alle Fahrzeuge wirklich hier drin. Dieser Glitch ist erstens solo, Leute, zweitens ist der super einfach und drittens, der ist mit Bypass. Das heißt, ihr könnt jetzt hingehen, könnt dauerhaft Fahrzeuge verkaufen. Aber Leute, Vorsicht, verkauft nicht zu viele. Wenn ihr zu viele verkauft, bekommt ihr ein Limit, Leute. Das heißt, ihr werdet dann gesperrt, könnt am Tag nur 3 Autos oder so verkaufen. Geht am besten hin, glitcht alle eure Garagen voll, fahrt diese Fahrzeuge in eure Firmengarage rein und speichert diese einfach ab. Ich habe zum Beispiel 150 Autos auf Reserve, falls mir mal irgendwie das Geld oder so weggenommen wird. So, Leute, das war es dann eigentlich auch schon hier zu diesem Video. Bald wird auch noch ein Giftcast zu Friends Glitch kommen. Falls du neu auf meinem Kanal bist, geh hin und abonniere mich und drück auf die Klingel, um nichts zu verpassen, weil es werden überkrasse Glitches kommen. Ich würde damit sagen, haut rein, geht in mit dem Flow. Euer Frips. Ciao.